Ist jetzt fertig? Anscheinend. Find a Soul Cube and Escape Hell ist jetzt unser Main Objective. Und ja, der Simon Garlic, der Knoblauchmann, der hat jetzt hier Kontakt zu seinem Team verloren und redet davon, dass er jetzt auf ewig Albträume haben wird wahrscheinlich und nur noch Zähne sieht, weil er irgendwie von Dämonen erzählt hat, die ziemlich schnell sich bewegt haben, und bei den Hell Knight, vielleicht hat er von denen geredet, die haben ja mehr oder weniger so ein ziemlich knöchriges Gesicht und da sieht man ja einfach nur Zähne vorne dran und auch keine Augen so wirklich. Die Imps sind ja nicht anders. Die Imps sind eigentlich mehr oder weniger so eine kleine Mini-Variante von den Hell Knights. Ach, das ist ja wohl nicht wahr, oder? Ja. Lauf, 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 lauf. Yeah. Okay, lieber werde ich von dem gebissen, als vom Mancubus erschossen. Das haben wir noch. So, warte mal. Weil mit Imps und so kann ich ja noch umgehen. Nur mit Mancubus wird schwierig. Da unten ist einer. Ah, da unten sind zwei sogar. Ich will mich aber mit denen nicht anlegen. Wenn es nach mir geht. Dieser Ausholblödsinn. Ne, die können da unten bleiben. Die gehen mir jetzt wirklich sowas von am Arsch vorbei. Mit denen lege ich mich jetzt nicht an. So, weil es so schön war, gleich nochmal. Was sind das? Ist hier Massenproduktion oder wie? Ich meine, ich sehe auch nichts. Kann immer nur erahnen, was hier los ist. So, da unten ist auch irgendwas. Ah. So, hier werde ich mal einfach die Handvoll von dem für die Lost Souls, weil die ziehen mir hier ständig Shotgun-Ammo zur Tasche. War das gerade? Vergiss es. Wo sind sie denn jetzt? Also ich habe sie gehört, das heißt, die müssen irgendwo sein. Mehr oder war es das? Okay, ich hätte jetzt auch einfach mit der Kettensäge bearbeiten können. Mach ich auch gleich mal. Au. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe. Das ist nicht zu fassen.
Wie nervig wollen sie es noch machen? Ich weiß nicht, ob ich das abspeichern will. Ja. Übertreib's doch einfach mal ein bisschen. Weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Weiterlaufen, weiterlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe. Speichern. Irgendwas steht da. Schon wieder ein Hell Knight, oder? Warum auch nicht? Warum soll es kein neuer Hell Knight sein? Meine... Ja, nicht so, als würden sie Rücksicht auf uns nehmen. Boah, ich habe auch gerade echt einen Puls, ne? Gerade direkt von Tall Poppy hier rein ins ins Höllenverderben. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. So, Mustacho, jetzt darfst du Hell Knights einblenden. Bitte, danke. 6 Schuss. Läuft. Ey, wie viel Schuss denn noch? Haben wir es jetzt bitte? Ja, ich habe zwar keine BFG-Ammo mehr, ich habe auch keine wirkliche Shotgun-Ammo mehr. Mir geht auch die Handfeuer-Waffenmunition aus. Was ist das denn? Bin ich hier gelandet? Ich meine, ich weiß, wo ich gelandet bin, aber. Wo ist jetzt was gespawnt? Schon wieder hier draußen irgendwo? So, bald ist nicht mehr mit Nachladen, weil ich habe bald nichts mehr zum Nachladen. Was ich cool finden würde, wäre zum Beispiel, wenn sie mir einfach meine ganze Munition, die ich mir mühsam zusammengesammelt habe, wiedergeben würden. Das hört sich irgendwie schon wieder nach so einem Mancubus an. Okay, das hört sich nicht nur so an, das ist auch so. Tod ist tot, mir ist egal. Hauptsache steht die Nummer auf. Also den Soul Cube zu bekommen ist ja die reine Seuche gerade. Haben wir es gerade gesehen? Nein. Okay.
Ja, ist klar. Ist klar. Na komm. Den Kollegen habe ich auch schon umgehauen. Hier wird es nicht besser gehen. Ich werde einfach versuchen, in Kopfhöhe zu zielen, weil ich glaube, die sind schneller umzuhauen, wenn man ihnen Headshots gibt. Bei der ersten Begegnung habe ich eine Weile gebraucht, bis ich sie fertig hatte, aber da hätte ich einfach mit dem Raketenwerfer auf den Kopf zielen müssen, aber ja. Ey, das ist gerade einfach wirklich Leiden hier, was ich gerade mache. Bitte, geh wieder auf. Und ich habe mal gehört, dass da, wo die Mancubus sind, sind auch diese komischen Cherubs, oder wie die heißen, nicht weit. Ja, sind doch die Cherubs nicht weit. Müsste er jetzt nicht eigentlich hier um die Ecke kommen? Ich mag jetzt da nicht die Tür aufmachen, er steht vor mir. Ja, läuft, ne? Da ist schon noch irgendwie so ein Cherub mit bei, ich hab's gehört. Au, der hat mich getroffen. Ah, und hier war jetzt gerade noch... Da war ein Medikit. Ich hab's eingesammelt. Dummer Schachzug. Ah, nee. Das war jetzt gerade so unfair. Ah. Einfach springen, vielleicht kriege ich ja nichts in den Rücken geschossen. Mit ein bisschen Glück. So. Ein bisschen hier mit der Pumpgun kitzeln. Jetzt bin ich direkt da reingelaufen. Nein. Geh weg. Jetzt glaube ich es aber gleich. Weil die ausleuchten konnte ich die Ecke jetzt auch nicht. Und abspeichern mache ich das erst recht alles hier nicht. For every step you take, your soul moves closer to me. Die gibt mir Leben. Suffering and pain. Suffering waits for you. Okay. Oh, das sieht so ein bisschen nach Boss-Feeling hier aus, oder? ja, ich mag das InDesign. Das ist wirklich... hat sich jemand Gedanken gemacht, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn alles? Wir haben hier 450 Schuss. Wir haben hier Rocket Launcher mit 40. 60 hier. Ganz großes Kino. Ich werde mal... Ja, komm, was soll der Geld? Ich gehe da mal richtig mit einem Raketenwerfer rein. Bist du bereit? Ja, ich nicht. Save us. Das ist nicht der Guardian? Ich spawn direkt vor ihm. Oh, jetzt aber Rückwärtsgang hier. So, ich muss auf jeden Fall... Ja, das habe ich schon verstanden, wie es funktioniert, danke. So, Rockets. Ich muss diese komischen Dinger da abschießen. Ja, okay. Munitionstechnisch sehe ich gerade richtig kacke aus.
Nö. How about no? Ja, ich muss jetzt diese Leuchteviecher da weghauen. Ich meine, die Viecher an sich machen nichts. Aber er macht halt was. Und ich muss ihn mir so positionieren, dass ich auf ihn ordentlich schießen kann. Oh, ich muss auch echt aufpassen. Gut, 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 gut. Ich hänge irgendwo fest gerade. Ja, ich weiß. Das Blöde ist nämlich, durch die Viecher findet er uns immer. Der weiß ja genau, wo wir sind. Und die leuchten uns immer hinterher. Boah, der ist aber auch anhänglich, der Junge. Bin etwas, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so schnell, Moment mal, bevor wir jetzt hier irgendwo hingehen, das will ich alles haben. Das will ich auch haben. Bleib da, bleib da, wir kommen gleich zu dir. Das ist nämlich der Soul Cube und wenn wir den jetzt haben, wird es interessant. War noch irgendwas? Ich will nur noch mal gucken, ob vielleicht irgendwie, ja, hier ist noch was. Und ja, okay, passt. Wir haben den Soul Cube. We are many. We are one. We are the brilliant Thor. You know us as the Soul Cube. Free us from our eternal prison and we will help you. Vanquish our enemies and we grow stronger. Listen for our call and then free us to smite down the evil. Yes. Wir haben ihn. Oh, voilà. So, raus aus der Hölle. Okay, cool. Ja, das ist der Soul Cube. Das ist übrigens das kleine Teil da, was ich auf meinem Thumbnail da gezeichnet habe. Und mit dem wird es jetzt ein bisschen spannender auch in dem Spiel, was das Kämpfen angeht, weil ich glaube, wir hatten ja mal so ein Textlog gelesen oder uns sogar ein Audiolog angehört, ich bin nicht ganz sicher, wo darauf hingewiesen wurde, dass wenn der Soul Cube aktiviert wurde, müssen wir im Endeffekt 5 Gegner ausschalten. Der Soul Cube sammelt diese Seelen und dann wird er aktiviert. Und ich glaube, das ist ein One-Hit. Also wenn man den zum Beispiel gegen Hell Knight oder Mancubus oder was auch immer einsetzt, dann ist der sofort tot. Und ja, den muss man natürlich auch versuchen, weise einzusetzen. Geht erstmal zurück zum Mars und raus aus der Hölle.